Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zum Rapid Wien Projekt oder auch Servus oder Servas YouTube. Es geht weiter. Wir haben die Gruppenphase der Weltmeisterschaft ausgelost und ich bin echt gespannt, in welche Richtung das geht. Tabellen, Situation, wir wollen international, oh ja, nicht UEFA Champions League, wir gehen zu, ist das nicht hier? Pokalergebnisse, da muss ich hin. Weltmeisterschaft in Gruppe, nicht die Quali. Playoff. Ach, da muss ich hin. Wir sind in der Weltmeisterschaft, genau, hier Gruppe G, F, Gruppe F, Kanada, Italien, Argentinien, machbare Gruppe. Mal sehen, ob wir in dieser Folge das Angebot von Österreich kriegen. Ich bin echt gespannt, ich habe da mega Bock drauf, endlich Österreich Nationaltrainer zu werden und dann können wir vielleicht schon dieses Projekt, diese Folge abschließen und uns um das nächste Land kümmern. Oder ich lasse es erstmal ein bisschen runtergehen, mache dann meine Sega-Manager-Karriere, müssen wir mal schauen auf jeden Fall. Jetzt geht's erstmal gegen Last aus Wien und dann sehen wir, wann wir das Angebot kriegen. Ich gehe erstmal weiter, bis gleich. So, da wären wir angekommen beim Spiel gegen Last und die Mannschaft sieht super aus, ne? Sieht wirklich super aus, ja. Jeboa ist momentan gut in Form, Pelke. Wir nehmen Pelke natürlich mit, weil Pelke soll halt für die Nationalmannschaft gewappnet werden. Gregoritsch ist auch wieder fit. Lingard kann spielen für Romano Schmid. Dann, ja, Ullmann, Friedl, Abwehr steht soweit. Preuter ist da, Schöpf, Jeboa. Ja, wir gehen rein. Wir gehen rein gegen Lask. Ich bin gespannt, wie sich das hier entwickelt. In die Sofortberechnung. Wir wollen hier was erreichen. Okay, heute wird kein Zweikampf aus dem Weg gegangen, Jungs. Wir müssen den Titel verteidigen und wir müssen hier in der Meistergruppe alles gewinnen, was wir gewinnen können. Wir dürfen Salzburg nicht ansatzweise an uns rankommen lassen. Let's go. Pelke. Das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen von Patrick, was er da leistet auf dem Platz. Er macht das wichtige 1:0 in der 8. Minute gegen Lask. Und wir können uns hier schon mal ein bisschen beruhigen. Sie können nur ausgleichen aktuell, nicht in Führung gehen und wir müssen hinterherrennen. Sie müssen jetzt aktuell hinterherrennen und das spielt uns ins Spiel. In die Karten, besser gesagt, könnte uns das in die Karten spielen. Wir gehen mit der 1-0-Führung auch rein. Spielergespräch. Curtis Jones, du bist momentan ein Monster, bist du, das muss ich echt sagen. Geierhofer auch sehr stark. Elchevi auch starke Leistung. Clara, von dir musste mehr kommen. Genau wie Tavana, von dir muss auch noch mehr kommen. Assistent, du kümmerst dich um die Massagen. Und wir haben uns das genauso vorgestellt. Wir führen, wir dominieren und wir rasieren. Wir gehen raus und machen den Rest jetzt fertig. Wir machen sie fertig. Am besten ist Pelke, du machst nochmal ein Tor. Oder Bailey meint auf einmal, dass er hier treffen kann. So. 69. Wir gehen rein. Bailey will nicht wirklich. Lingard will auch nicht wirklich. Chevy machen wir wegen der guten Form. Riedel kommt rein. Einen Wechsel spare ich mir für die letzten Minuten. Dann bringe ich Gregoritsch rein für Pelke. 78. Jetzt kommt Gregoritsch rein. Michael Gregoritsch, kannst du hier nochmal deinen Stempel draufsetzen auf dieses Spiel? Aber nein, Lask macht ein bisschen Druck, das ist natürlich auch sehr bitter. Aber es sieht gut aus, wir gewinnen das Spiel mit 1:0, wichtig. Wichtiges Ergebnis, wir gewinnen das mit 1:0. Dann gucken wir mal, statistisch gesehen, 9:2 Chancen. Wir haben dominiert, aber leider keine Tore geschossen. Gut, 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 gut. Damit kann ich durchaus leben. Wie sieht es bei den Salzburgern aus? Das ist die andere Frage. Das Wiener Derby, aber es wird nicht angezeigt. Ich weiß nicht warum, aber soll mir recht sein mit den Salzburgern. Sieht es wie folgt aus. Sie haben gegen Wolfsburg AC mit 4:0 gewonnen. Sie bleiben 2 Punkte hinter uns, aber sie müssen jetzt ran gegen Lask, Sturm Graz und dann kommen wir. Dann kommen wir. Also wir hoffen jetzt, dass Glas gegen sie Punkte holt. Wenigstens einen Punkt, dass wir uns ein bisschen absetzen können, wenn wir natürlich selber erstmal gegen Austria Wien gewinnen. Ne?
Die Mannschaft sieht gut aus soweit. Ja, Ullmann natürlich nicht so, deswegen nehmen wir Leiner. Na, Leiner nehmen wir nicht mit, das wird nichts. Romano Schmid, Lingard. Ja, Schmid ist in besserer Form. Wir lassen Schmid von Anfang an spielen und gehen rein in das nächste Spiel. Ins Wiener Derby. Also heute mit keinem. Das ist ein Derby, ist für den Verein extrem wichtig. Wir müssen für unsere Fans siegen. Und so sehe ich das auch. So sehe ich das auch. Forza Rapid Wien. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Christoph Clara, der Innenverteidiger, direkt mit dem 1:0 Vorlage vom Rechtsverteidiger Valentino Lazzaro. Wichtig. Wieder eine frühe Führung. Aber ich hoffe, dass wir dieses Mal nicht nur mit 1:0 da die ganze Zeit stehen, sondern hier auch schon zwei, das noch ein bisschen sicherer machen als die ganze Zeit so, oh Gott, ich kann bis zur letzten Minute noch das 1:1 kassieren. Besten wäre so 2:0 vor der Halbzeit, aber nein, wir kassieren direkt schon das 1:0 in der 26. Auch bitter. Jetzt ist wieder alles offen. Aber Bailey hat auch Bock, deswegen trifft er zum 2:0, Curtis Jones mit der Vorlage. Unsere Flügelzange da unter sich, auch stark. Chevy kriegt die gelbe Karte, ist nächstes Spiel gesperrt, beste Leben. Und wir gehen mit den 2:1 in die Halbzeit. Wenigstens die Führung. Pence, kritisieren. Du bist nicht im Spiel. Ja, du bist sowieso runtergenommen. Dann kritisieren. 4,5. Die 1 hier. Lubicic wird gelobt. Pelke wird gelobt. Und die 2 wird gelobt. Dann, bevor wir was machen, gehst du erstmal runter. Wir wollen keine gelb-rote Karte riskieren. Assistent, du machst jetzt die Massagen. Und den Sieg nimmt euch niemand mehr. Ich hab's gewusst. Jetzt bringt den Sieg nach Hause. Ich hab's gewusst, ja, wir kriegen das hier. Wir kriegen das hier gebacken. Wir kriegen diesen Sieg gebacken. Ich rechne fest mit dem Sieg hier. So. Bringen wir hier jetzt irgendwas zustande. Komm schon. 66. 68. Wir können mal wieder wechseln. Romano Schmid, Lingard geht rein. Onas kommt für Bailey. Bailey will nicht wirklich, ne? Bis auf diese eine Ecke war das nicht so seins. Gregoritsch kommt gleich nochmal rein wahrscheinlich. Also der kommt so auf jeden Fall rein. Für Pelke in den Schlussminuten. Elfmeter verschossen, Ullmann. Oh, alter Bitter, da hättest du alles dicht machen können. Gregoritsch kommt rein, direkt gelbe Karte. Kommt rein und gibt Ullmann direkt eine Backpfeife für den verschossenen Elfmeter. Und macht dann auch noch das 3:1. Vorlage Lingard. Schon mal sehr nice. Wir gewinnen auch dieses Spiel mit 3:1. Wichtig, wie wir hier uns präsentieren in der Meisterrunde. Ja, gelbe Karte wegen Meckerns. Dann gucken wir uns die Statistiken an und es sieht aus. 5:7 Chancen. Ein ziemlich ausgeglichenes Spiel, bis auf den Ballbesitz. Aber Lubicic hat das alles geklärt in der Mitte. Also läuft das sehr, sehr gut. Gegen den Wolfsberger als her, aber vorher müssen wir gucken. Ja, sie haben nicht gestruggelt. Sie haben auch gegen Lask 1:0 gewonnen. Sturm Graz, meine nächste Hoffnung, die halt direkt hinter denen sind und glaube ich noch eine Möglichkeit haben, die einzuholen. Nee, das ist auch nicht mehr. Die haben halt nur noch die Möglichkeit, uns einzuholen und wir müssen jetzt gegen Wolfsberg. Dann kommt der Pokal und dann kommt auch schon das Duell gegen Red Bull, was die Meisterschaft entscheiden kann. El Chevy ist verletzt, Sehnenentzündung. Der fällt jetzt, oh Gott, die nächsten 4 Spiele fällt er alle aus. Ja, aber mit Ullmann haben wir halbwegs ordentlichen Ersatz. Wir können Leiner wieder mitnehmen, der zwar noch angeschlagen ist, aber. Lubicic in der bestechenden Form. Lingard jetzt endlich mal in der bestechenden Form. Ja, dann haben wir noch einen Romano Schmid, der jetzt unter Schock ist, weil er mich gefragt hat, ob ich Verstärkung fürs Mittelfeld hole. Und ich habe ja schon Verstärkung verpflichtet. Aber er ist geschockt deswegen. Er fragt nach möglichen Verstärkungen. Romano Schmid ist deswegen geschockt. Er verliert 5 Moralpunkte und Selbstvertrauen. Beste Leben einfach. Aber der Vorstand ist mit uns zufrieden, wie wir arbeiten. Aber das kann ich auch verstehen. Wir sind Titelverteidiger von beiden. Und es sieht auch dafür aus, dass wir beides wieder gewinnen können. Deswegen gehen wir raus, geben unser Bestes. Und gewinnen gegen Wolfsberger C. Bailey direkt erste Minute. Perfekter Anstoß. Und 1:0 Führung. So. Ja, die gelbe Karte für die Gäste. In der 13. Bailey verschossen, Ullmann hat einen Meter verschossen und Bailey verletzt sich. Aber Onas ist in einer neuen Erfahrungsstufe, der kann hier was reißen. Der kann hier wirklich was reißen, Onas. Ich sehe es auch vor mir, dass er vor der Halbzeit hier ein Tor schießt. Auf Prediction.
Ich muss mal gucken, ob es gibt es auch in YouTube diese Kanalpunkte wie bei Twitch, dass ich dann auch solche, wenn ich streame und genug Zuschauer da sind, so wette. Wäre auf jeden Fall mal interessant zu wissen, ne? So, dann gucken wir mal. Tavernär, gelbe Karte, Spielergespräch erstmal. Ullmann, was ein sehr, sehr guter Satz. Lazaro auch sehr stark. Lingard auch gutes Spiel. Und könnte schon von dir muss ein bisschen mehr kommen. Von mir muss ein bisschen mehr kommen, genauso wie von Lubicic. Von euch muss ein bisschen mehr kommen. Assistent, du kümmerst dich um die Massagen. Wir haben uns das natürlich so vorgestellt. Wir führen hier mit 1 zu 0. Wir gehen erstmal so rein. Wärmen alle auf. Wir riskieren es mit der gelb-roten Karte. Aber ich hoffe nicht, dass es passiert. Ich hoffe nicht, dass es passiert. Jasper van der Werf mit der gelben Karte für die Gäste. Und jetzt in der 61. kann ich Lingard nach hinten ziehen, Romano Schmid, oder wir machen das so. Oder wir machen das so. Und bringen Abe rein. Ja, bringen wir Abe rein. Ist besser von der Stärke. Und Pelke direkt mit dem 2 zu 0. Stark. Stark, stark, stark. Da sind wir schon mal auf der sicheren Seite. Da sind wir schon mal auf der sicheren Seite. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Romano Schmid kommt jetzt rein für Lingard, weil der außer Form ist. Und Leiner kommt rein für Lazaro. Und Gregoritsch für Pelke. Leiner kriegt doch direkt die gelbe Karte, beste Leben. Leiner darf auch mal wieder ein paar Minuten. Und das ist der Schluss für Fick. Wir gewinnen auch das nächste Spiel. Das dritte Spiel in dieser Folge gewinnen wir. Mit 2 zu 0. Stark auf jeden Fall. Von den Chancen her 7 zu 5. Wieder ausgeglichenes Spiel. Wir waren bloß besser am Ballbesitz. Lingard bester Spieler. Das sagt auch einiges aus. Wenn das Mittelfeld das grassiert. Und das heißt, dass wir das Mittelfeld kontrolliert haben halbwegs, aber halt keine Chancen zustande gebracht haben. Jetzt müssen wir gegen St. Pölten ran. Boah, Sponsor wünscht sich Vertragsverlängerung. Okay. Gut, nice. 2 Jahre unterschreibe ich immer. 2 Jahre unterschreibe ich immer gerne. So, und jetzt im Onika ÖFB Cup. Viertelfinale müsste das jetzt sein. Viertelfinale im Magnus-Steyer-Stadion gegen Pölten und wir spielen jedes Jahr gegen Pölten in dieser Runde. Es gibt keinen anderen Verein, gegen den wir mehr Spiele spielen als gegen St. Pölten. Wenn sie aufsteigen in der Liga, dann ist es sogar noch schlimmer. Dann ist das sogar noch schlimmer. So, die Mannschaft steht, danach kommt Salzburg, Pelke ist in Form, Friedel ist in Form. Ja, wir lassen das erstmal alles so und gehen rein. In dieser Partie. Ja, Pelke ist jetzt mal nach 75, Alter. Der ist nächstes Jahr ist er unser 80er-Stürmer. Wird er unser 80er-Stürmer? Geht raus und spielt ordentlichen Fußball da auch im Pokal. Direkt gelbe Karte für die Gastgeber. In der ersten Minute. Zweite Chance in der 6 mit dem 1 zu 0. Wichtig. Frühe Führung. Wir haben nur 3 Wechsel. Aber wenn wir gut wechseln, dann wechsle ich wahrscheinlich schon zur Halbzeit alles. Von der Frische, dann gehe ich nur nach Frische. Wenn es gut geht, läuft, gehe ich nur nach Frische. Und nach gelben Karten natürlich, ne? Und das hier mit der gelben Karte in der 18. bitte. Pelke mit dem 2 zu 0 stark. Trotz des 2 zu 0 Tors von dir immer noch eine Vierernote. Läuft auch bei ihm. Gar nicht in die richtige Richtung. Also 2 Wechsel habe ich schon mal. Und das und Pelke. Obwohl, ich will Pelke noch die Chance geben. Will Pelke noch die Chance geben, sich zu beweisen. Assistent, du übernimmst heute mal das Sprechen. So haben wir uns das natürlich vorgestellt. Die restlichen Spieler wärmen sich auf. Der kann sich noch ein bisschen beweisen, wegen der Form und Note, dass er da eine halbwegs gute kriegt. Aber es wird nichts. Daraus wird nichts. Wir bringen einfach nur unsere Älteren, unsere Routiniers rein, damit sie noch mal ein bisschen in Form kommen. Dass wir die jederzeit reinbringen können, ne? Aber es passiert gar nichts mehr in Halbzeit 2. Da ist der Schlusspfiff. Wir kommen souverän mit einem 2 zu 0 weiter. Unterschreibe ich. Nimm ich mit. Nimm ich gerne mit. Das heißt, wir sind in der nächsten Runde des Pokals. Wen kriegen wir? Das ist die Frage. Salzburg ist doch schon raus, ne? Oh, Alter, das ist ja wie so ein Selbstläufer. Das ist ja wirklich wie so ein Selbstläufer. Wir haben Hartberg noch, Altach und Sturmgras. Sturmgras ist der schwierigste Gegner da. Bester Spieler ist Pelke aktuell, weil Thielmann von Sturm Graz 5 Tore geschossen hat. Ah, der hat heute 3 Stück geschossen, läuft bei ihm hart. Der wechselt sogar in der nächsten Saison nach Köln. Das ist auch Deutschland, okay, bringt mir nichts.
Bringt mir einfach nichts. So, wir gehen rein in die Auslösung des Halbfinales des Onika ÖFB Cups. Ich bin echt gespannt, wen wir kriegen. Natürlich wäre der schlimmste Gegner wäre Sturmgras. Und ich bin irgendwie fest davon überzeugt, dass wir den kriegen. Ja, auf Ansage. Auf Ansage. Wenn wir den ausschalten, sind wir so gut wie Pokalsieger. Und wir spielen sogar aus, das beste Leben einfach. Und jetzt kommt Red Bull Salzburg. Ich brauche noch nicht mal die Pause machen, damit ich das wegschneiden kann. Es kommt einfach Red Bull Salzburg. Und Breitenhof Albion hat Interesse an mir. Sehr interessant. Aber nein. Breitenhof Albion. Wie soll ich von der Meisterschaftskämpfe in Österreich nach Breitenhof Albion wechseln? Ehrlich jetzt. Was denkt ihr euch? Die spielen Premier League. Sind auf dem letzten Platz der Premier League. Ich meine, finanziell steht es natürlich monstermäßig da und nächstes Jahr wäre das auch mega interessant, diesen Verein versuchen auch umzupushen und dann nach und nach hochzubringen. Aber, wir gucken jetzt erstmal in die Mannschaft rein. Tavana, natürlich ist Tavana verletzt. Natürlich ist Hikori Abe verletzt, dass wir nicht wechseln können. Dass wir hier so stehen, das ist natürlich zum, natürlich, was soll ich das sagen? Preuter kommt mit Abe, Perisic, guck mal, jetzt haben wir die alten Säcke. Haben wir da, weil Bailey, Onas, Aba und El Chevy sind alle verletzt. Was ist das für ein Scheiß? Ehrlich jetzt. Lara ist nicht gut in Form. Wir nehmen Friedel mit, weil er viel, viel besser in Form ist. Und ja, das entscheidende Spiel. Also ja, die haben noch, danach haben sie noch die Spiele aus Serbien. Wolfsberger C, Lask und Sturmgras. Gegen Sturmgras haben sie auch mit 5-0 gewonnen, ja. Das ist das entscheidende Spiel. Es geht um alles. Es geht um alles in der Liga. Öffnet Taktik. Zusätzliche Siegprämie. Wichtigstes Spiel im Jahr. Jeder kriegt 50.000, der spielt, wenn wir gewinnen. Deswegen gehen wir da raus und versuchen, dieses Spiel wenigstens unentschieden zu spielen. Heute wird kein Zweikampf aus dem Weg gegangen. Nee, ihr werdet jeden Zentimeter des Platzes umgraben. Ihr geht da raus. Nehmt sie auseinander und macht sie fertig. Sie sind stärker. Sie sind stärker, weil wir viel Verletzungspech hier vor dem Spiel haben. Aber wir haben mehr Herz als sie. Wir haben mehr Tradition als sie. Wir haben alles mehr als sie. Bis auf die Spielerstärke. Und wir gehen direkt mit 1-0 in Rückstand. Es ist so bitter. Es ist so bitter. Können wir das hier noch ausgleichen? Aber nein, Curtis Jones hat natürlich eine 5. Lubicic hat natürlich eine 5,5. Es läuft gar nichts. Jeder von unseren Spielern hat eine schlechte Note. Aber sie kriegen die gelben Karten. Das könnte uns in die Hand spielen, wenn einer von denen vor der Halbzeit oder direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit noch die gelb-rote kriegt. Aber wir gehen mit dem 1-0 Rückstand in die Halbzeit. So, Spielergespräche. Lazaro, da muss mehr kommen. Lubicic, da muss mehr kommen. Curtis Jones, da muss viel mehr kommen. Pelke, da muss noch was kommen. Romano Schmid, da muss noch was kommen. Assistent, kümmere dich um die Massagen. Macht es so, wie wir im Training einstudiert haben. Da muss viel, viel mehr kommen von uns. Viel mehr muss da kommen. Der Rest von euch macht sich warm. Los. Curtis Jones mit der gelben Karte. Ja, perfekt. Perfekt. Wir brauchen nur ein Unentschieden. Nur ein Unentschieden. 65. Wir wechseln. Ja. Wir lassen die alten Säcke. Perisic darf nochmal rein. Gregoric kommt rein. Reuter kommt rein für Lubicic. Oder? Nein. Lubicic. Wir machen das so. Reuter kommt so rein. Drei Wechsel sind durch. Drei alte Wechsel sind durch. Passiert hier noch was? Ich hoffe nicht zu... Und Onas, Junge. Onas macht sie nass. Ich weiß nicht, warum ich das so gesagt habe, aber es ist so. Onas macht sie nass. Wichtiges 1-1 von ihnen. Aber wir kassieren direkt das 2-1 und da muss ich jetzt eingreifen und Schöpf kommt auch nochmal rein. Wir bringen einfach die alten Säcke rein und hoffen auf das Beste. Ah, da kassieren wir das 3-1 und das war's. Wir verlieren das wichtige Duell schon wieder. Letztes Mal haben wir auch verloren, glaube ich, ne? Das letzte Mal haben wir auch verloren und wir kassieren 4-1. Bennett. Alter, das ist so schrecklich. Wir verlieren, weil wir Verletzungspech haben aus der Hölle. Einfach, wie wir, was wir da auf den Platz gebracht haben. Wir waren 50 Punkte schwächer.
Es ist einfach bitter. Hier 10 zu 2 Chancen. Sie haben uns an die Wand gespielt. Sie haben uns an die Wand gespielt. Und wir sind jetzt offiziell Zweiter. Wir müssen hoffen auf Schützenhilfe. Und Schützenhilfe reicht einfach nur ein Unentschieden, wenn wir alles gewinnen. Bei Schützenhilfe reicht einfach nur ein Unentschieden, wenn wir alles gewinnen. Ich glaube auch bei... Oh, wenn wir Unentschieden spielen, reicht das. Nach dem bitteren... Nach der bitteren Niederlage, besser gesagt, gegen Red Bull Salzburg, müssen wir jetzt einfach hoffen, dass auf Schützenhilfe hoffen. Natürlich sind jetzt ein paar Spieler wieder dabei. Leon Beldi kann wieder mit Jebor. Ja, der gehört nicht dazu. Ja, Chevy, Hikuri Abe und Tavana kommen gleich. Wir machen das aber auch jetzt anders. Wir lassen Preuter jetzt gegen Sturmgras spielen. Wir sind nur ein kleines bisschen stärker und das ist das Bittere. Wir sind nur ein kleines bisschen stärker. Wie machen wir das? Ja, Jeboa ist einfach viel, viel besser in Form. Dann nehmen wir ihn jetzt auch mit. Und Pelke darf mal ein Spiel lang auf der Bank sitzen. So, Angebot für Geierhofer. Ja, garantiert nein. Ich habe doch gerade erst das alles eingestellt. Oder macht der Mitarbeiter das? Habe ich das eingestellt, dass der Mitarbeiter definiert Ablöseforderungen? Ja, kannst vergessen. Kannst du vergessen. Ich gehe jetzt einfach darauf, Forderung erhöhen, so, so und dann hier so. Und der geht immer runter gegen Ende der Saison. Als ob ich die für so wenig Geld loswerden will. Die sind viel zu wichtig, die Spieler. So, dann nochmal rein in die Partie. Pence, ja, wir kriegen auf jeden Fall unsere Leihspieler wieder. Da können wir auch nochmal kurz reingucken. Es läuft da sehr, es lief bei den meisten Spielern, lief es sehr gut, ne? Warte, wir haben hier die neueste Stärke. Kleine Wiegand. Wiegand kommt wieder zurück mit einer Grundstärke von 75. Das heißt, nächstes Jahr ist er unser neuer Stammkeeper mit 19 Jahren. Das heißt, wir haben den neuen Nationalmannschaftskeeper und so alles. Dann, ja, Shahin läuft es gut, Zirkse läuft es gut, der Rest nicht. Aber die müssen wir alle wieder verleihen und verkaufen. Okay, bis auf Zirkse, den werde ich dann wahrscheinlich verkaufen. Der hat ja einen guten Marktwert und dann haben wir nochmal da extra Geld zum Einkaufen. Zwei Spieler kommen ja schon. Nächstes Jahr Rodrigo Salazar und Michael Olise. Da haben wir eine Offensive ausgetauscht. Babuscu und Smith. Schmidt werden wir dann wahrscheinlich verleihen und Lingard und Olise dann spielen lassen. Müssen wir halt mal schauen, wie das am besten läuft. So, jetzt gehen wir aber gegen Sturm Graz rein. Hoffen natürlich, dass gleichzeitig parallel Salzburg verkackt und wir müssen hier halt gewinnen. Deswegen geben wir einfach unser Bestes, spielen ordentlichen Fußball und versuchen Sturm Graz hier Einhalt zu gebieten. Ein Sieg von uns, ein Unentschieden von Salzburg reicht und schon sind wir wieder Erster. Aber am besten wäre eine Niederlage, dann sind wir nämlich wieder 2 Punkte vor denen und dann können wir durch ein Unentschieden von denen das weiter erhöhen. Aber ein Punkt, ich meinte, okay, Unentschieden oder Sieg macht keinen Unterschied, die müssen halt zweimal patzen, damit wir halt unsere Ruhe haben. Curtis Jones mit dem Doppelpack in der 30. und 31. sehr wichtig. Gehen wir schon mal früh in Führung. In der ersten Halbzeit mit 2 Toren. Der hat Bock wieder. Der hat wieder Bock. Sein richtiger Sturmpartner ist wieder da und der hat auch direkt Bock. Gut, 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 gut. Wieder Gespräch. Curtis Jones, da kriegst du erstmal ein Lob. Ein persönliches Lob von mir. Genauso wie Lubicic und Ulmer. Sehr guter Job. Der Rest macht der Assistent von dem Sprechen her, weil ich da niemanden wirklich herausstechen kann oder kritisieren kann. Deswegen haben wir uns das so vorgestellt und wir gehen rein in Hälfte 2. Ihr macht euch warm auf der Bank und let's go in Hälfte 2. Verletzung Lubicic. Ja, das ist natürlich sehr, sehr perfekt. Wir machen das aber jetzt erstmal anders. Wir bringen Peresic rein, den alten Sack. Preuter spielt ja schon. Preuter spielt einfach. Krasses Ding, ne? Der junge Mann. So, 64. Wir haben momentan echt Pech, was Verletzungen angeht. Das ist schon mal bitter. So, 69. Wir können einmal wechseln. Und Nas kommt natürlich rein. Gregoritsch kommt rein. Und dann wollen wir verzichten auf die Gelbsperren. Da wir ja schon so viele Probleme haben aktuell. Und weiter geht's. Komm schon, wir bringen das hier Ende. Schlussphase, zweite Halbzeit. Passiert noch was auf unserer Seite? Oder passiert generell noch was in diesem Spiel?
nicht danach raus. Da müsste jetzt gleich der Schlusspfiff kommen. Und da ist er. Ja, da ist er. Da ist er. Wir gewinnen 2-0 gegen Sturm Graz. Haben also unsere Hausaufgaben erledigt. Hoffen wir natürlich auf die anderen 11-2 Chancen. Haben sie wieder mal dominiert. Und jetzt müssen wir gegen LASK rein. Und jetzt hoffen wir einfach, dass ausgerechnet Austria Wien uns einen Gefallen getan hat. Und nein, haben sie nicht. Sie haben gewonnen mit 2-1. Ja, Austria Wien hatte Bock. Und jetzt müssen die selber gegen Wolfsberg erzählen. Drei Spiele haben wir halt noch Zeit auf Schützenhilfe zu hoffen. Nein, sollst du nicht, weil du machst es immer so und dann auf einmal kriegen wir Angebote für so für Geierhofer für 10 Millionen oder so. Und dann denkst du, leck mich doch. So, ich simuliere jetzt nochmal bis zu LASK, weil wir hoffen einfach auf das Nationalmannschaftsangebot. Müsste ja bald kommen, wenn überhaupt eins kommt. Und außer, dass gar keins kommt. Wir hoffen es einfach, dass eins kommt. Für die österreichische Nationalmannschaft. Wäre auf jeden Fall sehr nice. Aber es sieht nicht danach aus. Es sieht einfach nicht danach aus. Bitter. Doch! Oh mein Gott! Es ist passiert! Österreich, Nationalmannschaft, Angebot. Es ist passiert. Wir verhandeln natürlich einmal und wir unterschreiben dieses Ding. Wir sind Nationaltrainer von Österreich. Wir sind verdammter Nationaltrainer von Österreich. Alles. Warte, wir löschen den ganzen Kader. Und wir gehen jetzt als erstes Position Torhüter. Nach Stärke. Wiegand kommt mit. Penz kommt mit. Und Laval kommt mit. Dann. Wir gehen auf die gleiche Formation ungefähr, die ich habe bei Dingserwumster. Rechtsverteidiger gehen wir mit meinen beiden. Oder Philipp im Vene. 32. Nein, wir gehen mit meinen beiden. Leiner kommt mit. Und als anderen Rechtsverteidiger nehme ich Lazaro mit. So. Innenverteidigung. Natürlich Greimel, Posch, Clara, Geierhofer, Riedel. Ja. Nee, ich nehme da schon Friedel mit. Dann nehmen wir defensives Mittelfeld. Da sind wir nicht gut aufgestellt. Dann gehen wir direkt zum Zentralen. Grilic, Sabitzer, Schlager, Ljubicic. Ljubicic, hat sich das verdient? Hat er sich wirklich verdient, finde ich. Wo ist Tavana? Weil er momentan verletzt ist, oder was? Tavana? Ist doch Österreich, oder nicht? Oder habe ich mich da komplett versehen? Erstmal Yusuf Demir über rechts außen, natürlich. Natürlich Demir über rechts außen. Rechtes Mittelfeld haben wir dann noch einen, der rechts außen kann. Da müssen wir halt hoffen, dass der Dominik Fitz das hier kann. So, links außen. Natürlich ist Kronberger da gesetzt. Und Philipp Ristanic, der müsste eigentlich eine bessere Form haben. Grundstärke 70. Okay, dann gehen wir auch nochmal so auf linkes Mittelfeld. Was haben wir da? Da haben wir auch nichts Besonderes, ne? Da haben wir auch nichts Besonderes. Offensives Mittelfeld. Babusko, Romano, Schmid. Und Zakaria anscheinend. Enge Spitze, Christoph Lang. Nein, Stürmer. Ja, natürlich. Kalat. Adami. Adamo, Kalajic und Pelke. Kann ich so mitarbeiten. Aber was ist mit zentrales Mittelfeld? Status. Wo ist Tavana? Oder steht er bei defensiven Mittelfeldspielern unter den Verletzten? Alle? Status, Mustafa, Feucht, Fuchsover, Schulzer, Smith. Steht einfach nicht drin. Tavana steht da einfach nicht drin, oder was? Winne. So, warte, wir gehen jetzt nochmal. Haben wir hier noch irgendwie einen Spieler? David Alaba.
Das sagt ja schon mal alles. Danzo ist auch noch da. Ich habe Linksverteidiger, Elchevi und Alaba als Innenverteidiger. Ja. Dann haben wir Schmiedebach hier noch. Der nach Juve gewechselt ist, hat eine Grundstärke von 79, den muss ich auch mitnehmen. Ja, wir spielen sowieso mit mehreren Setups, dann kann ich auch da, ich kann noch ein paar Spieler mitnehmen. Schmiedebach nehme ich noch mit. Baumgartner nehme ich noch mit für das zentrale offensive Mittelfeld. Konrad Leimer, Borkovic, Danzo. Was ist mit Tavana? Das frage ich mich jetzt gerade wirklich. Der ist doch, ich habe den noch als Österreicher geholt, oder nicht? Das wundert mich jetzt. Das wundert mich jetzt wirklich. Egal. Wir haben 29 von 35 Spielern. So, dann gehen wir. Drei Keeper haben wir aktuell. Wir gehen nochmal durch. Torhüter. Nehmen wir nochmal vier Keeper. Dann Rechtsverteidiger. Mwene kommt auch noch mit. Dann können wir das nochmal in Ruhe angucken. Linksverteidiger. Ullmann kommt natürlich mit. Dann haben wir da auch zwei, drei Linksverteidiger. Innenverteidiger, Danzo kommt noch mit. Defensiv ist nichts Besonderes dabei. Rechtes Mittelfeld auch nicht, aber rechts haben wir Lazaro. Ich meinte, Lazaro, du könntest auch rechts außen spielen, ne? Ja, dann spielst du wahrscheinlich bei der Nationalmannschaft rechts außen, neben Yusuf Demir. Linkes Mittelfeld, Andreas Gruber, Weichselbraum, Gwen, Feucht. Ja, da ist nichts Besonderes bei. Das ist das bittere zentrales Mittelfeld. Konrad Leimann nehmen wir auch nochmal mit, einfach weil wir es können. Ich kann auch hier den jungen Peuter, der bei uns zwischendurch jetzt spielt. Dann rechts außen, nichts Besonderes. Links außen haben wir noch Patrick Wimmer. Ja, von denen weiß ich, er hat 27 Spiele für Bielefeld jetzt gemacht. Und zack. 1860. Balic. Wolfsberger Safe. Ja, komm. Belohne ich dich. Oh ne, ich darf gar keinen. Ne, ich kann keinen mehr mitnehmen. Bis zum 13.05. Bis zum 11.05. Perfekt. Wir haben 35 Spieler für das Turnier nominiert. Und wir haben es geschafft, Jungs. Wir haben es geschafft. Wir sind endlich Nationaltrainer. Und wir haben noch 5 Spiele vor uns. Das heißt, nächste Folge machen wir die Saison zu Ende. Und dann in der übernächsten Folge wird es eine Special-Folge geben. Die Weltmeisterschaft. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, hier beende ich auch die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Ihr könnt mich auch gerne kostenlos abonnieren. Würde mich auf jeden Fall sehr unterstützen und freuen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Und ich bin jetzt schon gehypt auf nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ich weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich habe kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass